Habt ihr gesehen? Es werden dringend noch Beiträge für die Schülerzeitung gebraucht. Sonst wird es keine Zeitung geben. Oh, das wäre ja schade. Ich finde die Schülerzeitung immer so toll. Wir sollten einen Artikel schreiben. Also ich werde etwas über mich und mein Pferd schreiben. Ich fange gleich damit an. Damit möchte ich nämlich auf das Titelblatt. Lisa, wir könnten doch ein Interview mit Herr Pauli machen. Ja, es wäre mal interessant zu wissen, was er so in seiner Freizeit macht. Lukas und ich interviewen zusammen Frau Unze Klapperlapperwapp. Er meint Frau Unze Klapperwapp. Wir wollen wissen, ob sie immer so komisch drauf ist. Das wird sicher auch ein sehr interessanter Artikel. Ich frage mal Sidra, vielleicht fällt uns auch noch etwas ein. Cool, dann müssten es doch hoffentlich genug Artikel für eine Zeitung sein. John, willst du auch bei Malte und meinem Artikel über Frau Unze Klapperwapp mitmachen? Auf keinen Fall. Ich bin froh, wenn ich ihr nicht begegne. Ach, sei doch nicht so. Vielleicht ist sie doch nur im Unterricht so streng. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Pauli. Ich habe jetzt gar keine Lust auf Mathe. Ich würde viel lieber meinen Artikel schreiben. Dazu wird sich Herr Pauli aber vermutlich nicht überreden lassen. Ja, leider. Mir sind gerade ein paar ziemlich gute Fragen für Frau Unze Klapperlapperwapp eingefallen. Wie heißt sie eigentlich mit Vornamen? Vielleicht Gertrude Walburger? Jetzt hört mal auf zu lästern. Keiner kann was für seinen Namen. Ja, das stimmt. Ich finde meinen ja auch nicht so toll. Malte, bitte Ruhe da hinten. Was macht ihr denn jetzt da? Ich musste mir nur was für die Schülerzeitung notieren. Das geht doch nicht. Macht bitte eure Aufgaben. Okay, Herr Pauli. Juhu, große Pause. Sollen wir gleich mal Herrn Pauli fragen, ob er später Zeit für ein Interview hat? Ja, okay. Dann können wir uns in der Pause ein paar Fragen überlegen. Herr Pauli, können wir Ihnen nachher ein paar Fragen für die Schülerzeitung stellen? Ja, klar. In Ordnung. Super. Danke. Komm, wir machen uns gleich an die Arbeit. Ich finde die Fragen gut. Jetzt müssen wir nur noch zu Frau Unze Klapperwapp. Vielleicht ist sie im Lehrerzimmer. Nein, sie ist gerade an unserer Tür vorbeigelaufen. Sie geht Richtung Turnhalle. Wohin auch sonst? Schnell hinterher, vielleicht erwischen wir sie noch. Hallo, Frau Unze. Klapperwapp. Hallo, ihr beiden. Was seid ihr so außer Atem? Seid ihr etwa gerannt, ohne euch vorher aufzuwärmen? Wir wollten... Ihr macht jetzt erstmal 5 Liegestützen zum Aufwärmen. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, was wollt ihr von mir? Wir möchten einen Artikel für die Schülerzeitung schreiben. Beantworten Sie uns ein paar Fragen? Ja, kann ich machen. Wenn es nicht zu lange dauert, ich habe nämlich gleich Sportunterricht. Okay, machen Sie in Ihrer Freizeit auch Sport und wenn ja, was? Natürlich mache ich Sport. Ich mache Leichtathletik, Geräteturnen, Schwimmen. Moment, nicht so schnell, ich muss alles aufschreiben. Radfahren, Skifahren, Golf, Fußball, Handball, Basketball, Badminton, Inlineskaten, Segeln, Wasserski. Keine Müdigkeit vortäuschen. Macht mal zwischendurch ein paar Dehn- und Streckübungen. Warum? Auf geht's. Habt ihr noch weitere Fragen? Nein. Vielen Dank. Tschüss. Mann, oh Mann, wir hätten noch ein Olympiatraining absolviert, wenn wir unsere Fragen alle gestellt hätten. Allerdings. Ich habe mir überlegt, dass ich ein paar von den älteren Schülern befragen könnte, was sie so nach der Schule machen werden. Okay, das ist sicher entspannter als unser Interview. Oh nein, Lukas, wir haben vergessen, ein Foto von Frau Unze Klapper zu machen. Ich gehe nicht nochmal hin, das kannst du alleine machen. Nehmt doch einfach das Foto von der Schulwebsite. Gute Idee. Ich gehe dann mal für meinen Artikel recherchieren. Ah, da ist Sigi. Hallo, Sigi. Hi, John. Was gibt's? Ich mache einen Artikel für die Schülerzeitung. Kann ich dich was fragen? Klar. Super. Was möchtest du machen, wenn du mit der Schule fertig bist? Also, entweder arbeite ich im Kindergarten. Da habe ich schon mal ein Praktikum gemacht. Ich fand's sehr lustig. Oder ich werde Zimmermann. Ich kann ziemlich gut klettern, auch auf Dächern. John hat Fotos für seinen Artikel. Ich muss unbedingt mit drauf, falls das Titelbild wird. Hoffentlich sitzt meine Frisur noch. Okay, dann mach ich jetzt noch ein Foto von dir. Danke, Sigi.
Ein Bericht über die neue Garten-AG ist super. Kommt, wir gehen mal zum Schulgarten und schauen, ob wir Herr Peters treffen. Herr Pauli, was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Minigolf spielen, schwimmen und Mathe. Mathe? Ja, das macht echt Spaß. Okay. Lena und Lisa führen ein Interview mit Herr Pauli. Haben Sie Haustiere? Ja, ein Papagei. Oh, schön. Kann der sprechen? Nein, leider nicht. Wir bräuchten noch ein Foto von Ihnen. Super, ich stelle mich an den Getränkeautomaten, dann bin ich mit drauf. Bitte lächeln, Herr Pauli. Danke für das Gespräch. Gerne. Tschüss. Das läuft super. Ich würde garantiert auf dem Titel sein. Hallo, Herr Peters. Wir möchten in der Schülerzeitung gerne etwas über Ihre Garten-AG berichten. Was haben Sie in diesem Beet schon alles angepflanzt? Verstehst du ihn, Sitra? Nein, aber wir können hier immerhin schöne Fotos vom Beet machen. Halt, ich muss doch mit aufs Bild. Das Gemüse sieht wirklich toll aus. Ach, jetzt fotografiert sie nur noch das Gemüse. Rosabella, kommst du nicht mit in den Computerraum? Wir müssen doch noch unsere Artikel schreiben. Nein, das mache ich zu Hause. Das ist wirklich toll, dass ihr noch so viele Artikel zusammenbekommen habt. Das gibt eine schöne Zeitung. Oh nein, schaut mal, da ist ja auf jedem Bild noch Rosabella mit drauf. Bei mir auch. Bei mir ist sie auch drauf. Nicht so schlimm, Fotos kann man bearbeiten. Frau Bader, das Internet funktioniert nicht. Aber wir brauchen doch ein Foto von Frau Unze Klapperlapperwab. Ich weiß auch nicht, wie das mit dem Internet funktioniert. Warum geht das Internet in der Schule nie? Dann male ich eben ein Bild von ihr. Jetzt bin ich schon richtig gespannt auf unsere Zeitung. Ja, ich auch. Bitte zuerst bei Lisa bezahlen, dann dürft ihr eine Zeitung nehmen. Okay. Wie kann das sein? Ich bin überhaupt nicht auf dem Titel. Wer interessiert sich denn für Gemüse? Und Herr Peters ist überhaupt nicht fotogen. Ich finde unsere Zeitung toll. Und mein Artikel ist auf der vorletzten Seite? Du hast ihn ja leider viel zu spät abgegeben. Da war nur noch diese Seite frei. Ich konnte mich eben nicht entscheiden, welches Foto ich hinzufüge. Das macht mich wirklich wütend. Schüler machen Zeitung. Lena, schau mal, ihr seid auf dem Titelblatt der Hausacher Zeitung. Stimmt, da war ja noch ein Reporter da. Und wir sind alle drauf, außer Rosabella. Das wird dir jetzt vermutlich ganz und gar nicht gefallen. Und zum Schluss wollen wir doch alle noch einen kleinen Blick in die Schülerzeitung werfen, oder? Also Frau Unze Klapperwab macht ja wirklich sehr viel Sport. Und dass Herr Pauli einen Papagei hat, wusste ich auch noch nicht. Ihr habt wirklich interessante Dinge herausgefunden. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, tschüss!